Mann, oh Mann, oh Mann, Paluten, das kommt ja fast schon hin, Amenakulm! Viele werden wahrscheinlich denken, dass Paluten 12 ist. Geistig ist er das auch tatsächlich, aber äußerlich, mein Freund, äußerlich, ne, verfallen wir alle ein wenig. Dementsprechend, Leute, kommt das, glaube ich, dem echten Alter schon ganz nah, ohne jetzt hier beleidigend zu werden. Schauen wir mal ganz auf meine Freunde, wie alt ist Marcel Scorpion? 14, oder? 32, ja genau, Alter, 32 und den Bartwuchs von einem 7-jährigen Kind, Alter. Dicker als ob. 32, hä? Vielleicht hat er unter der Kappe die mega Geheimratsecken einfach eine Halbklasse, meine Freunde. Die App hat das erkannt, keine Ahnung. Also, ich weiß jetzt halt nicht, das sieht halt nicht aus wie 32, oder? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nur Marcel Scorpion plain sehen würde und mich jemand fragen würde, ich würde ihn nicht kennen, wie alt ist Marcel Scorpion? Ich glaube, ich würde sagen, okay, er sieht vom Gesicht her aus wie ein 5-Jähriger. Sein Bartwuchs ist wie von einem 13-Jährigen. Aber irgendwie hat er auch was von einem 60-Jährigen alten Mann. Vielleicht ist dann die Quersumme daraus 32, sodass man da irgendwie wieder hinkommt. Das ist schwer auszumachen. Man kann einfach kein Alter für diesen Mensch oder Mensch definieren, ne? So, schauen wir mal ganz kurz, was haben wir noch, Leute? Wen haben wir noch alles am Start? Wir haben hier die wunderschöne Jodie Calussi. Und Jodie Calussi ist 22. In der Blütephase ihres Lebens ist sie. Ja, Jodie ist auf jeden Fall ein Stück weit älter als 22. Sie ist 46. Aber auf jeden Fall, klar, man sieht das hier auf jeden Fall. Keine Falten. Nichts im Gesicht. Schock Giselle Amenakon. Ballern würde ich's. Machen wir weiter mit dem nächsten Bild, was ich herausgesucht habe für uns. Und zwar, wir schauen mal ganz kurz, wie sieht es zum Beispiel aus bei Dena, Leute. 21, nie im Leben, Alter. Dena sieht auf diesem Bild aus wie 14. Warte mal, pass mal auf. Dena, wir suchen mal ganz kurz ein Bild von dem. Alter, was ist das für ein Bild? Was ist das denn, Junge? Warte mal. Das kommt auf jeden Fall in meine Sammlung. Junge, Junge, Junge. Der wird auf jeden Fall abgespeichert hier. Wie alt ist beispielsweise Dena auf diesem Bild, Leute? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wahrscheinlich ist er da 7 oder sowas, ne? 25? Hey, als ob, Mann. Als ob. Dena ist doch keine 25, Mann. Der hat nicht mal Bartwuchs oder sowas, Leute. Übrigens ist das Gerücht, dass Dena einen Gendefekt hat und deshalb keinen Bartwuchs hat, ist niemals von mir in die Welt gesetzt worden, sondern es stimmt tatsächlich, Leute. Also spreadet das bitte weiterhin, ja? Dankeschön. So, gucken wir mal ganz kurz, wenn wir hier noch alles sexy haben. Schauen wir mal ganz kurz, was mit ihr. Katja Krasavich sieht aus wie 30. Könnte auch einfach daran liegen, dass ihr Gesicht ein wenig, vielleicht unter Operationen, die eventuell stattgefunden haben, gelitten hat. Machen wir einfach weiter und lassen das ganz unkommentiert, meine Freunde. Schauen wir mal ganz kurz Inscope, Alter. Wie alt bist du? 25, Alter, mit dem wunderschönen Bild. Ja, krass, Dicker. Nice. Respekt auf jeden Fall. Die AI ist tatsächlich echt relativ präzise. Es kommt eigentlich immer ganz gut hin, tatsächlich. Ich glaube, Nico ist sogar 24, also das passt eigentlich ganz gut. Also ein Jahr kann man auf jeden Fall mal geben. Brotwurst, wie alt ist Brotwurst? 23. Nie im Leben, Alter. Dieses seltsame Scheißbild, was er da irgendwo her hat. Keine Ahnung, wie diese Fanart angefertigt hat. Das ist mit Abstand das hässlichste Bild, was ich jemals gefunden habe von ihm. 23, keine Ahnung, Alter. Ich würde sagen, sieht aus wie eine Kreuzung zwischen Michael Jackson und Polarbären. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob so eine Kreuzung überhaupt älter als 20 Jahre werden kann. Schauen wir mal ganz kurz. Wen haben wir hier noch? Wen haben wir hier noch? Schauen wir mal ganz kurz. Bibi, wie alt ist Bibi? 27, oha, Digga. 27, warum das denn? Bibi sieht doch nicht aus wie 27 auf dem Bild. Finde ich nicht. Ich finde, sie sieht da deutlich jünger aus mit diesem... Warte mal, ich versuche es mal nachzumachen. Gucken wir mal kurz, Mrs. Bella, wie alt ist sie? Oha, 23? Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich hätte gesagt, eher so, keine Ahnung, 37 oder sowas auf dem Bild, oder? No offense an dieser Stelle, Bella, aber ich meine, die Falten hast du ja nicht gut weggeschminkt, ne? Nein, das darf man natürlich jetzt so nicht sagen, Leute. Das ist, ich will mir hier keine Feinde machen. Dagibi, wie alt bist du, Schätzelein? Erzähl's mir. 14! Ja, genau, Alter! Dagibi ist 14 Jahre alt. Auf jeden Fall ist Dagi auf diesem Bild 14 Jahre alt. Leute, wobei, also wenn ich jetzt, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, so, es könnte schon hinkommen, ne? Ich meine, jetzt no offense, Dagi, du siehst sehr gut aus. Du hast dich sehr gut gehalten für dein Alter. Für dein Alter, Mann, sie ist jünger als ich, Alter. Was laber ich hier eigentlich? Aber ich finde schon, das sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Das war Gangtour 2.0. Ja, ich würde schon sagen, also 14 ist ein bisschen übertrieben. Ich hätte jetzt so gesagt 18 vielleicht. Da sieht sie auf jeden Fall echt jung aus auf dem Bild. Aber 14 ist vielleicht ein bisschen krass, Leute. Ich glaube, ich hatte alle durch, abgesehen von mir. 32! Ja, moin, meine Freunde. Man kennt mich. Ich bin 32. Mein Gesicht ist so dermaßen eingefallen, hässlich und faltig und pickelig, meine Freunde, dass diese scheiß AI scheinbar der Meinung ist, ich wäre 32. Schauen wir mal ganz kurz, meine Freunde, wie es bei Lochis aussieht. Pass mal auf, Lochis. Nehmen wir mal die zwei Lochis hier. Bin generell mal gespannt, wie das aussieht bei Zwillingen, ob die App da überhaupt einen Altersunterschied feststellen kann. Welches Bild nehmen wir denn? Nehmen wir mal dieses Bild hier. Das ist ein sehr schönes Bild, meine Freunde. Ich glaube, da sind sie erst 16. 14 und 26. Alles klar. Bei einigen Zwillingen auf jeden Fall gut möglich. Klar, der eine sieht immer aus wie 14, der andere wie 26. Das ist dieses umgekehrte Benjamin-Button-Syndrom. Man kennt das, meine Freunde. Auf jeden Fall nice. Kann man einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Gut, versuchen wir es einfach mal mit einem anderen Bild von den Lochis. Nehmen wir mal das hier, meine Freunde. 53, Alter! Was? 53, Digga? Was?
Bitte was, Alter? Okay, das ist jetzt schon krass, Alter. 53 finde ich schon heftig. Passt mal auf. Wir gehen mal hin. Oh, Leute, wisst ihr, wen wir machen? Wir machen mal Propa. Das würde mich echt mal interessieren, weil Propa ist natürlich etwas betagter in seinem Alter, meine Freunde. Und da kann man auf jeden Fall mal hingehen und probieren, wie alt wird Propa denn geschätzt hier von diesem wunderschönen Wap-Wap-Video. Gucken wir mal ganz kurz. Propa, Digga, ich warte immer noch auf eine Back-Reaction von dir, ne? Du weißt. Schauen wir mal. 87. Ja, schon ein bisschen übertrieben jetzt, Alter. Also Propa ist, glaube ich, nicht 87. Ich glaube, du bist 75, wenn ich mich nicht recht entsinne. Oder 73, irgendwie sowas war es auf jeden Fall. Aber Respekt, Alter. Respekt. 87? Ja, kann man mal machen, Alter. Und dann noch YouTube-Videos rausballern, ist auf jeden Fall nice. Schauen wir mal ganz kurz, wie es bei Unge aussieht, Alter. Unge spielt 2017. Suchen wir mal ganz kurz hier nach süßen Bildern vom Simons. Dann nehmen wir mal das Bild, Leute, wo Simon ein bisschen scheiße aussieht. Zumindest beschissener als sonst. 27. Ja, das kommt ganz hin. Die Backen sind ein bisschen dick geworden, Simon. Du weißt, fett bist du geworden, aber läuft bei dir. Ich hab dich immer noch gerne, Alter. Wisst ihr was? Ich möchte es mal ein bisschen rumprobieren. Gehen wir einfach mal hin und strecken das Video jetzt konstant über 10 Minuten, meine Freunde. Schauen wir mal ganz kurz, wie es aussieht bei Kelly. Kelly, Mrs. Vlog, suchen wir uns mal ein Bild raus. Wir nehmen ein Bild, was etwas älter ist, und zwar dieses Bild hier, Alter, weil sie mich wahrscheinlich für hassen wird, Kelly, dass ich dieses Bild gewählt habe. Ist mir jetzt aber egal. 25, okay, kann man machen. Wie sieht es bei dem anderen Bild aus? 19. Oha, Alter, 19 ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, oder? Also, Digga, 19 ist jetzt schon krank, Alter. Schauen wir mal ganz kurz, wie es bei Simon Desio aussieht. Das würde mich echt mal interessieren, meine Freunde. Da bin ich mal gespannt, Alter. Er hat einen Hut an. Mal gucken, wie die AI das überhaupt erkennen kann, Digga. Simon, wie alt bist du? Sag's mir. 11 Jahre alt! Alles klar, Digga! Natürlich ist er 11 Jahre alt, meine Freunde. Auf jeden Fall kann man das so stehen lassen. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von diesem unglaublich unnötigen, komplett dahingerotzt und hingekackten Video, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich und meine Cringe-Brille gehen jetzt wieder in Innenstadt Frauen anmachen. Yeah, boy! Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Rest von meinem Kanal auch mal auscheckt. Falls ihr durch die Trends auf dieses Video gestoßen seid und meinen Kanal, geht am besten schnellstmöglich. Ach, was laber ich? Ich komme doch eh nicht in die Trends. Macht's gut, oder rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!